Geht mal auf und töte den da doch mal. Ja, ist hier schon mal richtig gut. Ich glaube, das muss ich auch nicht wiederholen. Nee, das ist richtig, richtig gut lief das schon mal. Ah. Ah, da ist ein Fahrzeug. Ja. Nee, das ist ein Scharfschütze. Nee. Das ist kein Scharfschütze, das ist ein Panzer. Ein Fahrzeug. Ich werde jetzt endlich mal alle töten hier. Danke. I can't give you any more troops, Ray. You'll have to make do with what you've got and the Cuban equipment. Oh, geil. Sounds like our exit. Ray, get there. Start building a base. Hast du deinen Geheimbaum hier öffnen? Dann können wir jetzt mal. Jetzt mal diese alle hier töten und. Oh Gott. Vega, any news on the Cubans? They're coming right at us, Major. But I'm picking up weird news wires from Havana. Looks like the consortium's taken over the country, sir. Okay, we gotta shut them up. Can you pinpoint their communication center? It's on the grid 124, latitude 2345. That's all I've got. Well, that's more than we need, Vega. Ray, take that communication center down. Tanker ready. This is your old tanker. We are collecting fuel. Transportlast, oder? Raffinerie, Uralbombe verwandeln die. Was haben wir da so? Sammelpunkt festlegen. Okay, ja, erstmal speichern für den Fall, dass ich jetzt gleich wieder laden muss. Der kostet 6,50. Baumenü. Ich habe schon eine Raffinerie. Ich habe eine Helikopterplattform, die gerade angegriffen wird. Hm. Weil hier überall in diesem Kackwald noch Leute sind. Was sind die Napalmbomber, wenn man sie braucht? So. Braucht man noch einen zweiten Arm. Also wir haben schon ein Fahrzeugdepot. Söldner Kommandoturm. Hm. Ich bin jetzt schon wieder angegriffen. Da vorne. Na geil. Ja. Das bedeutet erstmal was bauen. Radpanzer, Mörserpanzer. Liga-Abwehrsystem. Alle, die kann ich wieder keine bauen, ne? Na klar. Das wäre irgendwie nützlich. So, hören diese ganzen Angriffe hier ständig mal auf irgendwann? Oder was muss ich überhaupt machen? Reine Kommunikationssyndrom. Hm. Junge, ich kann ja nicht mal was bauen, weil die hier ständig kommen. Nichts wie Helikopter und Flugzeuge, ja. Ich würde gerne Artillerie bauen, aber das darf ich schon gar nicht. Ich könnte auch ein Söldner-Kommando-Ding bauen, aber. Ach komm schon, ey! Ich liebe es. So, grab dich mal ein. Dann, hallo? Hallo? Oh Gott, wie lange dauert denn das? Nein! Sag mal! Ich hab doch mal ein bisschen Zeit erst, damit ich überhaupt mal irgendwas als Verteidigung bauen kann. Und jetzt töte die doch da endlich mal! Was machst du denn da so lang? Junge! Geil. Er schießt jetzt auch mal so ein bisschen. Brauchen wir so ein Radpanzer. Radpanzer, ja, genau. Ach geil, mein eigener Panzer hat sich wieder zerlegt. Ja, toll. Ja. Ach, ich mag das Addon nicht sonderlich. Man hat halt keine Zeit, mal irgendwie 2 Sekunden erstmal überhaupt eine Basis oder sowas aufzubauen, weil. Ja, geil, jetzt greifen sie auch schon wieder von da hinten an. Ja. Da
Das meine ich eben an dem. Ah, geil, der Panzer ist schon fast kaputt oder was? Nein, noch nicht zum Glück. Ja, du kannst da den auch ruhig mal angreifen, ne? Ja, geil, der Panzer ist halt da und. Sag mal! Ja, okay, ich will laden gleich wieder, weil. Taugt dieser Helikopter. So, wo kommen denn die her? Ist da hier vielleicht noch ein Ding? Wo kommst du mal raus? Ja. Nö. Die kommen von. Wo sieht denn jetzt aus? Mein Helikopter mal fertig. Danke. Taugt der denn was? Gucken wir doch mal. Der hat nur ein Maschinengewehr. Naja, auch Raketen, okay. Ich wollte gerade sagen. Ach, da hinten ist was, ne? Jefferson, bitte antworten. Ja, jetzt. Wo spielst du im Weg? Ich versuche noch die Karte zu erkunden. Ja, Kusch. Was wollen wir laden? Das da? Sag jetzt nicht, es geht wieder. Ich kann wieder laden? Oh, ich kann wieder laden. Ja, geil. Vielleicht kann ich auch die Grafik mal wieder hochdrehen. Hey, warte mal. Ich versuch's mal annehmen. So sieht es auch nicht anders aus, aber. So schon mal ein Fortschritt. Irgendwie. Geil, dann kann ich wieder viel öfter speichern und laden und geil. Ah, diese scheiß Mörser-Dinge wieder. Die halten halt auch einfach nichts aus. Ja. Schnauze. So einen anderen Arm. Jetzt heulen die ja nicht rum. Ich brauche eh nur Jefferson. Die anderen, die taugen ja eh nichts. Die kriegen eine Granate ab und sind halt tot. Was willst du denn machen? So, wir ignorieren jetzt einfach mal unser. Im Hauptspiel ging das. Da konntest du halt einfach mal irgendwie das Missionsziel ignorieren und was anderes machen. Und dann hast du plötzlich die ganze Mission abgeschlossen. Weiß nicht, Jefferson nicht auch irgendwie immer wieder? Okay, das Spiel will mir sagen, ich kann da nicht lang gehen. Dass wir die wieder aufbauen wie in der anderen Mission. Also jeden Scheiß 20 Mal wieder aufbauen. Vielleicht legst du dich mal wieder hin. Dauert jetzt ein bisschen. Und wo ist denn der an der Feier? Nee, jetzt
von dem alle töten und dann das Gebäude zerstören. Der heilt sie doch immer wieder. Der Gegner hat wieder unendlich viel Geld, oder wie sehe ich das? Oder sind einfach mal kurz da stehen und gucken, ob das so funktioniert. Wahrscheinlich nicht, aber man darf ja noch träumen. Ich gehe in der Zwischenzeit was Besseres spielen. Auf meinem Zweitrechner. Den ich jetzt nicht habe, weil ich höchstens noch einen Laptop. Boah. Jefferson macht das alleine, ich brauche keine Basis. Basis ist scheiße, dann spawnen nur wieder Einheiten und greifen mich an. Oder bauen die das auch immer wieder auf, so wie in der anderen Mission? Aber ich hoffe mal nicht. Aber hier haben sie gerade keine Artillerie. Also noch nicht. Wahrscheinlich haben sie in der Basis welche. Wieso kann der nicht noch weiter befördert werden? Ich finde, das sollte gehen. Das wäre viel besser. So 15 Sterne oder sowas, bis halt irgendwie 10.000 Damage macht. Einfach mal kein Limit einbauen. War doch ganz easy. Und er hat sich immer, oder? Gefallen. Achso, was? Gefangen genommen? Hä? Wieso? Ja, passt schon, okay. Passt bestimmt, was auch immer. Wir machen einfach mal weiter. Mit ganz langsam. Wobei, wir könnten doch gleich mal nach da oben gucken, was ist denn da noch so. Ich habe doch, der ist schon wieder voll geheilt. Ja, komm. Was bist du denn? Geschützmodus, ne? Okay. Ich gehe einfach mal weiter. Einfach mal weitergehen. Oh, da kommt ein Panzer. Okay, der Panzer ist vielleicht, ja gut, das, okay, wir gehen nicht da nach oben hin. Aber warte mal kurz, wir könnten noch, mal weiterlaufen, wir können weiterlaufen. Bauen hier kein Öl ab, wie ich das sehe. Zumindest jetzt noch nicht. Okay. Wir gehen da nicht hin. Aber wir haben schon mal eine Kaserne gekillt. Das ist doch schon mal ein Anfang. Also, wenn die auch wegbleibt. Weiß man ja bei dem Spiel nicht. Ich meine, wahrscheinlich bauen sie die gleich wieder auf, oder? Ach, es stürzt doch wieder ab, okay. Wir können doch nicht im Spiel laden, weil das Spiel gerade anders entschieden hat. Vielleicht können wir manchmal laden. Oder aber ich hätte die Dings nicht wieder hochstellen sollen. Wobei, das hat sie vorhin ja auch nicht vor. Die akzeptieren einfach mal, dass es so nicht funktioniert. Und freuen uns, dass dieses Spiel so toll ist. Das Hauptspiel funktioniert. Gut, man dachte, das Hauptspiel nicht mit mehr als 3 GB Arbeitsspeicher. Oder waren es 2 Spiele? Irgendwie sowas war das noch. So. Haben wir hier schon mal aufgeräumt. Kann ich den töten? So schon mal nicht. Lauf. Ich glaube, Jefferson ist an der Attack. Habe ich gehört. Lauf doch mal hin. Irgendwo hier muss noch ein Typ mit Schienengewehr, Raketenwerfer, irgendwas sein. Was ist denn der jetzt? Was ist denn der Typ jetzt? Da ist der. Jetzt kommt noch einer. Was soll denn der Blödsinn? Ist nicht fair. Einer nach dem anderen, bitte. Und die müsstest du mit Jefferson alleine erledigen können? Nein, klar, der macht jetzt gerade nicht so viel Schaden, aber kann ja jederzeit weggehen und wiederkommen. Okay, jetzt ist schon ein bisschen langsam. Jetzt kommen die hinterher. Finde ich jetzt nicht so geil. Ihr kommt nicht hinterher, okay. So, da hinten ist die Basis. Ja,
Ja, aber der heilt sich ja gleich wieder. Passt schon so. Das würde mich jetzt echt mal interessieren. Kann man die Mission nur mit Jefferson so erledigen? Hm. Ja, was? Also, ja. Oh, jetzt gerade ein bisschen. Oh, ein bisschen zu tot. Ja, okay. Wir müssen ihn erst ein bisschen heilen lassen. Jetzt lädt's wieder oder nicht? Hm. Auch wie es lustig ist. Also eher nicht so, okay. Es nervt schon so ein bisschen. Das nervt schon so ein bisschen. Vielleicht muss ich die Dings wirklich wieder auf niedrig stellen. Habe ich das hat vorhin geladen, ne? Also zumindest einmal. Ich versuch's mal. Jefferson is under attack. Was? Geht los erstmal an der Attack. Ja. Kann man schon mal machen. Ne? Ja. Wo ist denn jetzt? Hallo. Tschüss. So, wo ist denn jetzt dieser andere Typ? Doch, der die Schande Zeit. Habe ich den jetzt schon getötet oder? Steht noch da und wartet auf, dass er Granaten auf mich schießt. Gibt's doch nicht. Hat doch eben noch viel mehr Schaden gemacht. So, jetzt vielleicht. Nein. Ich meine, ich könnte auch die Basis einnehmen, aber. Okay, wir lassen die Shader einfach auf. Problem ist halt, wenn ich die Basis einnehme, kommen die gleich wieder in so Massen. Ich würde das schon gerne so ein bisschen reduzieren, wenn möglich. Will nur nicht so richtig. Kann ich da? Da hätte ich auch landen können. Okay. Ja. Was bist du denn? Du hast vorhin noch nicht so viel ausgehalten, weißt du? Aber ich bilde mir das auch nicht ein, dass die vorhin mehr ausgehalten haben. Weniger. Das ist jetzt kacke, dass die kommen. Oh hey, it's late. Jefferson ist unter Attack. Wir überlegen uns was Neues. Laufen erstmal in den Wald. Die Basis direkt einzunehmen war eine schlechte Idee. Deswegen wiederholen wir diese Idee auch nicht so. Wäre es vielleicht besser gewesen, wenn ich da gelandet wäre? In der Tat, hier ist irgendwie weniger. Mann, ich bin hier gelandet. Vergiss es. So, jetzt ist... Easy. Nein. Sie verfolgen mich. Ich glaube, die wollen mich töten. Ich versuche auch gerade, die Mission möglichst umständlich zu spielen. So, wo kommen die jetzt her? Ich höre schon wieder Explosionen. Ich sehe sie auch. So, wo kommen denn die schon wieder? Das weiß wieder keiner. Okay. Kann ich die Basis umgehen, ohne sie einzunehmen? Hier ist ein Weg.
Der führt mich nicht drum rum, okay. Aber ich würde gerne die Basis nicht einnehmen und erstmal das Ding da hinten noch killen. Da wo auch die ganze Zeit Leute herkamen. Wenn das Spiel mich lässt. Australien Dirt 4, okay, ich hoffe, es stört nicht, wenn ich mit meinem Rallye-Auto im Winterburg vorbeifahre. Ich bin mir nicht sicher, ob du mit dem Rallye-Auto durch Panzer fahren willst. Könnte unangenehm enden. So. Er hat sich nicht geheilt, das ist schon mal gut. Ich würde ihn jetzt gerne killen. Möglicherweise sieht das irgendwo so Mercer-Truppen ganz anders. Ja, dann nämlich. Da sind noch mehr Mercer. Kommen denn die alle hier? Okay, das funktioniert so nicht. Also es funktioniert vielleicht schon. Ich schaue mal, ob ich die Mission noch umständlicher hinbekomme, aber es wird langsam schwierig. Ich bin, glaube ich, schon... Ich würde mich jetzt nicht darauf verlassen, dass Panzer mit Laser-Zielsuchsystem... Ach, fick dich doch. Bist du mich jetzt gefangen? Heißt das, die warten jetzt immer, bis ich wieder schieße? Die warten jetzt immer wieder, bis ich schieße, ja, und das ist mir jetzt ein bisschen zu lange. Ich glaube, einen modernen Panzer, also einen halbwegs modernen Panzer, dann wirst du nicht zu schnell sein mit einem Rallye-Auto. Ich meine, könnte schwierig werden. Ach, er ist ständig under attack, jetzt gehen wir nicht auf den Sack damit. So, wo ist denn jetzt hier dieser? Da ist der. Kill den mal. Der stört so ein bisschen. Was? Ist hier noch einer? Ich will jetzt endlich mal alle tot sein. Und hört man die Autos? Ich glaube,